Guten Morgen, Los Santos. Guten Morgen, Kumash. Und guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Joe. Was für ein herrlicher Morgen, nicht wahr? Oh Gott, ja, Joe. Unglaublich. Die Temperaturen klettern für diese Jahreszeit mal wieder ungewöhnlich weit nach oben. Und das bedeutet, Badehose raus und ab ins kühle Wasser. Aber Achtung, der Pazifik hat sich noch nicht ganz an die warmen Temperaturen gewöhnt. Aber es ist dennoch ein herrlicher Tag für einen Ausflug nach Vespucci. Doch seid gewarnt, denn für die Abendstunden ist Regen angesagt, also lasst euch von dem wolkenfreien Himmel nicht täuschen. Nur noch 34, es geht los. Bodenteam auf Position. Der Helikopter ist unterwegs. Haltet die Augen offen. Die heutige Trainingseinheit für die Mission ist nicht ungefährlich. Agent Bilal und Agent Leila werden heute einen Notfallabsprung aus einem Helikopter über dem Wasser trainieren. Agent Leila springt dabei ohne Fallschirm auf einer beachtlichen Höhe von 20 Metern ab, während Agent Bilal mit dem Fallschirm aus 40 Metern ins Wasser springt. Die Lifeguards sind informiert und unterstützen uns mit Equipment und dem Helikopter bei dieser Übung. Es wird also ein spannender Morgen. Der Helikopter ist bereits in der Luft und mit den Agenten auf dem Weg zu uns. Roger, Cameron. Wir sind bereits auf Strandhöhe. Wunderschönes Wetter und klare Sicht. Agent Leila sitzt direkt neben mir und wartet auf die Zeichen zum Absprung. Bilal Ende. Sehr gut. Verstanden, Agent Bilal. Halten Sie sich bereit. Agent Leila, Sie werden als erstes abspringen. Danach Sie, Agent Bilal. Prägen Sie sich den Wellengang gut ein. Ihr Sprung muss gnadenlos präzise sein. Sonst sind Sie platt wie eine Briefmarke. Bei einem falschen Winkel wird das Wasser hart sein wie Beton. Und wir können nur noch Ihre Eingeweide aus dem Ozean fischen. Viel Spaß also. Chief Ende. Verstanden. Sind jetzt in Position. Agent Leila ist bereit für den Sprung. Absprung freigegeben. Ausgezeichnet. Agent Leila. Sobald Sie wieder da sind, geben Sie das Signal über Ihr Eye-Headset, damit wir wissen, dass Sie noch leben. Agent Leila? Agent Leila, bitte komm. Verdammt, betätigen Sie das Eye-Headset. Agent Leila. Agent Leila, komm. Verdammt, was ist denn da los? Chief an alle Agenten. Augen auf. Nächster Absprung erst, wenn Agent Leila gesichtet. Agent Leila, kommen Sie. Hat Sie noch niemand gesehen? Hannah, Sie sind auf dem Pier. Was ist mit Ihnen? Sie sind am nächsten dran. Hier, Bilal. Bisher noch nichts. Kein einziges Lebenszeichen von hier. Doch es wäre möglich, dass das Headset beim Sprung ausgefallen ist, Chief. Agent Leila, hören Sie uns. Sie müssen auftauchen. Wir machen uns hier Sorgen um Sie. Ja, da, ich sehe sie. Großer Gott, da ist sie. Sie schwimmt da oben nicht wohl alleine. Sie wird von einem kleinen Delfin begleitet. Agent Leila, kommen Sie sofort ans Ufer. Anna, kommen Sie Agent Leila zur Hilfe. Agent Bilal, Sie haben Freigabe zum Sprung.
Roger Chief. Juhu! Schönen guten Morgen, Agent. Suchen Sie etwas? Verdammt! Agent, alles in Ordnung? Nein, ich suche mein Hemd von gestern Abend. Das kann doch nicht einfach weg sein. Das Blaue? Maria hat es heute Morgen schon in die Wäsche geworfen. Mit den anderen Sachen. Ihr Ernst? Ich hatte es gestern Abend das erste Mal an. Maria ist bei so etwas halt sehr gewissenhaft, Agent. Aber Sie können ja ein neues anziehen. Agent Ibrahim, kann ich bitte mit Ihnen über eine Sache sprechen? Was los, ey? Erinnern Sie sich an den jungen Mann, den Sie Anfang Oktober in El Ranco verhaftet hatten? Den Night Spirit Dealer aus dem Club, sein Name war Sami Carlos. Hey, ich bin nicht 85 und dement. Worauf willst du hinaus? Ja, tut mir leid. Also Sami Carlos, der Night Spirit Dealer, wurde schon 3 Tage nach seiner Verhaftung wieder freigelassen, weil er sich mit uns auf einen Deal eingelassen hatte, uns in Zukunft Informationen über die Spirit-Szene zu liefern. Das weiß ich. Agent Castella hat ihn eingetütet, weil er selbst kaum Infos besaß. Ja, sie hatte ihn geschickt ausgetrickst. Ei, was soll ich heute anziehen? Hemd oder Polo? Da wir heute auf die Jagd gehen. Polo. Agent, dieser junge Mann hat in der Zeit danach kaum noch von sich hören lassen. Dennoch tauchte er immer pünktlich zu den vereinbarten Tagen abwechselnd bei seinen 2 Kontaktpersonen auf. Okay. Okay, und worauf willst du hinaus? Glaubst du, er hält uns etwa hin, oder was willst du mir sagen? Nein, es ist was anderes. Seit einer Woche hat er sich nicht mehr bei seinen 2 Kontaktmännern gemeldet. Und das ist ungewöhnlich für ihn. Buenos días, Ibrahim. ¿Cómo estuvo tu noche? ¿Dormiste bien? Sí, está bien. María, ¿dónde está mi camisa? ¿Por qué preguntas? No, importante. Hey, warum erzählst du mir das alles? Glaubst du nicht, Sami Carlos glaubt, dass er jetzt, nachdem er 3 Monate lang immer aufgetaucht ist, jetzt aus dem Schneider ist? ¿Qué eso significa? ¿O tú o él? Nein, Agent. Ich nehme leider stark an, dass Sami Carlos etwas zugestoßen ist. Denn ich habe seit einer Woche seine Signatur verloren. Okay, jetzt hast du mich. Denn entweder ist er tot oder er ist ein Aufsteiger geworden, der nur noch in Wäldern lebt und keine Technologie mehr besitzt. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Bueno, no sobreviviría sin mi smartphone. Así que ambos se aplica a mí. In Ordnung, Ei. Du hast mich. Leider muss ich noch ein paar Sachen für die Mission vorbereiten. Aber danach hätte ich Zeit. Hast du irgendwelche Ansatzpunkte? Ja, den letzten Ort, wo ich ihn geortet habe. Aber der ist schwammig. Dann sollte ich also als erstes seine 2 Kontaktmänner befragen. Und dann sehen wir dort nach. Wow, Agent Laila, während ich Ihren Mann heute Morgen das Ohr abgekaut habe, haben Sie einen sehr gefährlichen Sprung in den eiskalten Ozean gemeistert. Ich bin sehr stolz auf Sie und bin mir sicher, dass Sie auf der Mission verdammt nochmal die beste Agentin sein werden, die Ihr Mann in seinem Team haben wird. Eleganter Sprung, Agent. Sie sehen etwas mitgenommen aus, aber Sie haben die Aufgabe gut gemeistert. Dennoch kann ich nicht ganz zufrieden mit Ihnen sein, Agent. Ich weiß, dass Sie aus einer deutlich größeren Höhe als 20 Meter gesprungen sind. Und das war nicht Ihre Aufgabe. Und dazu noch sehr leichtsinnig. Aber auch typisch für Sie. Ein solcher Sprung würde normalerweise einem Menschen das Leben kosten, Agent Laila. Aber Sie, nein, Sie sind ja kein normaler Mensch. Ein guter Agent allerdings weiß, wann etwas mutig angebracht oder leichtsinnig ist. Und wenn ich Sie jetzt dafür beurteilen würde, wären Sie kein guter Agent, Agent Laila. Doch Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie einer der Besten in Ihrem Alter sind und eine große Zukunft vor sich haben. Klatschen Sie sich nicht mit einem Körper aus 40 Metern gegen die Wand. Nehmen Sie Ihre Gesundheit nicht auf die leichte Schulter, Agent Laila. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Pa, was redet der Alte schon von Gesundheit? Der lag doch 1 Woche mit Agent Naomi seiner Affäre im Krankenhaus, weil sein... Naja, Dings da feststeckte, was er wohl seiner Frau als Ausrede gesteckt hat. Oh, hab's gemerkt. Doch unter uns gesagt, Agent, Ihr Chief hat recht. Los Santos. Wieder mal geht ein großartiger Tag zu Ende, oder Joe? Ja, durchaus, Sarah. Doch ich warne. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Die Regenfront zieht von San Fierro direkt hierher zu uns und wird uns noch vor der Mitternacht erreichen. Also bleibt wachsam, liebe Freunde da draußen. Die schwüle Hitze trügt. Danke, Joe, dass du uns das so wunderbar veranschaulichst. Gerne, Sarah. Dafür bin ich doch da. Dafür bin ich doch bei Inside FM, Baby. Inside FM. Nun schauen Sie nicht so, Agent.
Ja, ich weiß genau, Kritik ist nicht ihre Stärke. Aber bitte, zählt nicht vielmehr die Tatsache, dass sie bewiesen haben, dass sie es können? Für die Mission sind sie in Topform, trotz ihrer Schwächeanfälle auf ihren Joggingrunden. Eine Agent Layla knickt deshalb doch nicht ein, oder? Wo fahren wir hin, Agent? Zum ersten Kontakt, Mann. Er arbeitet in einem Club hier am Strip. Wir fanden es sehr unauffällig, wenn Sammy sich hier mit jemandem trifft, den die Leute auch von hier kennen. Schließlich ist das hier der Hauptumschlagsort für Night Spirit. Man scheint sie hier zu kennen. Ach, alte Zeiten. Liegt an Jasmine. Ich hätte doch lieber auf ihr Hemd statt den Polo tippen sollen. Ihr Dress passt überhaupt nicht hierher. Von wegen, im Gegenteil. Ah, ich verstehe. Sie wollen, dass die Leute sehen, dass sie nicht unbedingt dazu gehören, stimmt's? Ja, etwas. Ich kann hier nicht einfach mit FIB-Ausweis rumlaufen. Und es gibt drei Kategorien von Menschen, die Polos tragen. Und zu einer gehöre ich. Was sind die drei Kategorien? Denk nach. Also ich weiß, dass Polohemden mehr so die Kategorie komisch ist. Wohlhabend, Pool im Garten und eine Mitgliedschaft im Rockford Golf Club. Diese Kategorie trifft auf sie aber nur ansatzweise zu. Warte noch ein paar Jahre. Leider konnte uns sein Kontaktmann, ich meine seine Kontaktfrau, nicht weiterhelfen. Bleibt nur Nummer 2. Ich rätsel immer noch über ihre drei Kategorien von Poloträgern. Ich denke, die zweite sind Bundesagenten oder Agenten im Allgemeinen. Habe ich recht? Jeder durchgeknallte Geheimdienstmitarbeiter mit Gottkomplexen trägt gerne Polohemden. Das sind sie. Aber was ist die dritte? Und wo sind wir hier? Dies scheint kein angesagter Club zu sein. Wie man's nimmt, für die Gangs, Dealer und Kids aus diesem Viertel schon. Schade, Agent. Letzte Möglichkeit, der Ort, wo ich Sammy Carlos das letzte Mal geortet habe. Er hat dort zwei Telefonate geführt und einmal das Radio eingeschaltet. Ich muss zugeben, Ei, umso länger wir nach ihm suchen, umso mehr befürchte ich, dass du recht hast und er sich nicht einfach nur vor seiner Informantenarbeit drückt. Leider sehe ich das genauso, Agent. Hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Wir sind da, passen Sie auf sich auf. Die Gassen hier sind nicht ungefährlich und gerade Bundesagenten werden hier nicht so gerne gesehen. Wo genau hast du ihn zuletzt geortet? Ein Stück weiter vorne. Kann ich Ihnen erzählen, was Chief Cameron Ihrer Frau heute gesagt hat? Ach du Scheiße, das ist die Stelle. Der Wagen ist ziemlich durchlöchert. Oh ja, hey, ich scanne bitte alles, was du kannst. Irgendeine technische Spur muss doch zu finden sein, oder? Vielleicht Reste des Smartphones anderer Leute an diesem Ort, wie zum Beispiel die Täter. Agent, ich habe jetzt eine neue Signatur, die auf Sammy Carlos abgeschaltetes Mobiltelefon zurückgeht. Und noch einige andere Mobilfunksignaturen, die ebenfalls am neuen Ort zu finden sind. Verdammt, es ist nur zwei Blocks weiter. Ich informiere das nächste Department. Scheiße. Nun gucken Sie nicht so, Agent. Ich weiß, ich sehe verdammt bescheuert aus. Aber Mr. Fernandes hat im Internet das elende Gerücht verbreitet, dass in meiner Bar das SR9-Virus rumgeht. Dieser verdammte Hurensohn. Es bleiben mir die Kunden aus und er wird im Social Media als Held gefeiert. Dieser Bastard. Ich habe heute leider keinen Ahrensjub da. Muss Geld sparen. Aber Cola ist noch da. Kostet aber dreimal so viel wie sonst. Auch für Sie. Tut mir leid, Agent. Ich muss überleben. Diese Missgeburt. Verdammt, Agent.
Glauben Sie, jemand hat sich an ihn gerecht, weil er mit uns zusammengearbeitet hat? Das wäre zumindest für mich die erste Theorie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Vorsicht, Agent! Die Gegend ist voll mit Gangmitgliedern. Und Sie haben ja gesehen, was mit dem Pickup geschehen ist. Die Signatur endet da direkt vor Ihnen, bei dem Kleintransporter da drüben. Ach du Scheiße, oh Gott, wow, hab schon länger nicht mehr sowas gesehen. Du hattest die ganze Zeit recht, ey. Jetzt weißt du allerdings auch, was die dritte Kategorie von Poloträgern ist. Nämlich Typen, die mit Menschen so etwas machen. Oh Gott. Die Gemeinsamkeit, der Gottkomplex. Er ist tot oder Agent Ibrahim? Der ist mausetot. Wow, Agent Ibrahim. Verdammte Kacke. Die haben den Armen ja mindestens gevierteilt. Hoffentlich war er da schon tot. Vor allem, als sie das mit seinem Kopf gemacht haben. Tja, lieber Sami Carlos, so endet dein Leben hier. 23 Jahre war er alt. 23 Jahre. 23 Jahre. Es fängt an zu regnen. Na Sarah, was habe ich dir gesagt? Da ist er. Oh Gott, da ist er. Unglaublich, er ist wunderschön, oder Sarah? Ja, unglaublich. Wir sehen ihn hier aus dem Studio und wow, was für ein Regen. Du hattest den ganzen Tag recht gehabt, Joe, den ganzen Tag. Ja, das hatte ich. Das ist der Regen, Los Santos, das ist er. Er ergießt sich über unsere Stadt und spült alles weg, reißt alles hinfort. All die Sorgen, all das Chaos, all der Schmerz, all das, was uns plagt. Oh Gott, was für ein Regen, Sarah. Was für ein Regen, Joe. Hier ist Inside FM.